Heute ist der Internationale Frauentag, ein Tag, an dem auf die sozialen Diskriminierungen von Frauen hingewiesen wird und das aus gutem Grund. Denn Frauen bekommen im Durchschnitt immer noch deutlich niedrigere Löhne als Männer und Frauen müssen immer noch im Durchschnitt den größten Teil der Haus- und Familienarbeit wegtragen. Der Frauentag ist auch ein Tag, an dem man an den Kämpfen von Frauen gegen Unterdrückung anknüpfen soll. Und für mich gehört zu diesen Kämpfen der Aufbruch in ein Leben im Vierteltakt. Diesem Aufbruch liegt eine wunderbare Utopie zugrunde, und zwar die Vorstellung, dass das Leben von Männern und Frauen eben nicht ausschließlich oder vorrangig um Erwerbsarbeit oder vorrangig um Familienarbeit kreist, sondern dass das Leben von Frauen und Männern gleichermaßen aus vier gleichberechtigten Tätigkeitsbereichen besteht. Die da wären Erwerbsarbeit zum einen, zum zweiten Fürsorgearbeit oder auch als Reproduktionsarbeit bekannt, zum dritten die politische Einmischung, was eben heißt, dass Politik nicht nur Berufspolitikerinnen überlassen wird, und zum vierten die Arbeit an sich selber, vorstellbar als Muse und Weiterbildung.